liebe Besucher unserer Homepage, auch heute wieder ein kurzer Bericht nach der 32. Sitzung des Stadtrates in der laufenden Wahlperiode. Wir hatten heute 18 Tagesordnungspunkte und zwei haben besonders herausgeragt. Einmal haben wir mit den Vertretern der IHK, Michael Kundl, dem Vizepräsidenten, und Andrea Wensch, der Geschäftsführerin, als Repräsentanten des Arbeitskreises der Wormser Unternehmen die Resolution zum Wirtschaftsstandort Worms diskutiert und verabschiedet. Und das ganz Wesentliche bei dieser Resolution ist die Strategiekorrektur nach dem Verzicht auf das Industrie- und Gewerbegebiet am Hohen Stein und die Konzentration auf die Pflege des Unternehmensbestandes in unserer Stadt, der ja mit der Steuerkraft, die diese Unternehmen erwirtschaften, ganz maßgeblich dazu beitragen, über die Steuerzahlungen, sowohl über die Lohn- und Einkommensteuer als auch über die Gewerbesteuer und die Grundsteuer dazu beiträgt, dass wir all unsere Aufgaben im sozialen, im kulturellen Bereich, aber auch in der Pflege der städtischen Einrichtungen überhaupt finanzieren können. Und dieser Zusammenschluss, dieser Schulterschluss zwischen der Wirtschaft und der Verwaltung und der Politik ist einzigartig in der Region und weit darüber hinaus, weil damit auch gegenseitige Verpflichtungen und Unterstützungen einhergehen, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Also das war heute eine wichtige Entscheidung und ebenso wichtig war die Entscheidung, dass wir für die marode, in die Jahre gekommene Grundschule am Standort Staudinger in Worms-Neuhausen beschlossen haben, mobile Lehreinheiten, landläufig sagt man Schulcontainer, zu beschaffen, aber in einer hohen Ausstattungsqualität, weil es keinen Sinn mehr macht, in die alten, über 40 Jahre alten, maroden, alten Grundschulgebäude noch einmal gutes Geld zu investieren. Damit einhergeht natürlich auch die Erwartung von Eltern und Schulleitungen zu wissen, wie geht es denn künftig weiter über die Zeit im Schulcontainer hinaus. Ich persönlich ich habe den Eindruck, auch eine große Mehrheit im Stadtrat bin der Auffassung, der Grundschule müssen wir Perspektiven mittelfristig aufzeigen. Eine Möglichkeit ist die Nutzung des bisherigen Hauptschulgebäudes, das im Moment noch genutzt wird von Schülerinnen und Schülern der Karmeliter Realschule Plus, bis das dortige Gebäude aufgestockt und fertiggestellt wird. Aber wir denken dabei auch an die Situation unserer beiden Gymnasien, Gauss-Gymnasium und Rudi-Stefan-Gymnasium, wo wir die Naturwissenschaften sanieren müssen. Auch dort finden wir entsprechende Lösungen, wahrscheinlich auf dem Gelände selbst, sodass allen Schulen Rechnung getragen ist. Es gibt keine Konkurrenz unter den Schulen. Manche sehen das vielleicht so, aber ich bin davon überzeugt, dass wir für alle Schulen gleichermaßen Verantwortung tragen, weil sie gleichermaßen wichtig sind für Bildungsabschlüsse und für die Zukunft der Kinder, die diese Schulen besuchen. Das waren die zwei wichtigsten Themen heute, aber darüber wird sicher noch in der Presse berichtet. Bleiben Sie interessiert an der Wormser Kommunalpolitik. Es tut sich unglaublich viel, um unsere Stadt weiter voranzubringen. Herzlichen Dank.